Gerne. Herr Jurres, Herr Ratzler, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Hinkel. Ich bringe es auf den Punkt, unabhängig davon, wie der Antrag jetzt wieder entschieden wird, ob er in den Schulhaus zurückverwiesen wird und da nochmal diskutiert wird. Dieser Antrag ist einfach Unsinn und Blödsinn. Ich sage Ihnen auch warum. Der Stadtdirektor Hinsche hat es eben auf den Punkt gebracht, das ist eine pädagogische Frage. Zu meiner Schulzeit zum Beispiel gab es keine Probleme mit verschmutzten Toiletten, sondern eher mit Graffiti. Und wir mussten dann zur Strafe nachmittags mit Schwamm und Radiergummi antanzen unter Aufsicht des Hausmeisters, haben die Toiletten eigenständig gereinigt. Und solche Maßnahmen sind in diesem Fall wahrscheinlich auch viel zielführender. Dann ist der Lerneffekt größer, man spart Geld und Kosten. Und wenn wir jetzt anfangen, solche Dinge auch noch zu regeln, dann können wir demnächst auch Anträge stellen, dass die Schüler demnächst auf Kosten der Stadt Düsseldorf von zu Hause abgeholt werden und wieder nach Hause gebracht werden. Also wir werden diesen Antrag, egal wie das hier beschlossen wird, ablehnen. Danke sehr.